Das ist übrigens meine Katze. Hi, ich bin's, Gustav mit F. Und heute sind wir mit einer neuen Challenge da, mit der Nur-Silber-Challenge. Und diesmal meine ich das auch ernst. Was heißt diesmal? So, ach so, ja gut, weil ich beim letzten Mal vielleicht mit dem Revolver und so gespielt habe. Ich meine es ernst, wirklich nur Silber. Also wenn wir so ein Medkit zum Beispiel haben, dürfen wir nicht benutzen, weil es grün ist. Ja, finde ich eine interessante Herangehensweise. Und genauso, also Waffen gelten dabei natürlich. Fallen darf ich nicht verwenden, weil die alle blau sind. Nur silbernes Zeug. Nur Silber. Bin natürlich gespannt, wie weit ich damit komme. Ziel ist es wie immer, das Ganze hier zu gewinnen. Bin richtig gespannt drauf. Kleine Info, ich habe eigentlich gerade gar kein Internet. Ich spiele gerade mit dem Handy-Hotspot. Ja, wirklich. Und ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich eine Ahnung, wie das laufen wird. Deswegen werden wir einfach unser Bestes geben. Guck mal, da oben war schon eine grüne Pistole, die darf ich nicht verwenden. Das Ding kann ich nicht benutzen. Granaten darf ich benutzen. Willst du mir sagen, dass da sonst nichts ist? Ah, nicht. Das ist natürlich Hashtag belastend. Okay, ich glaube, das war direkt hier schon drin. Oh, da ist ein Shotgun. Schildtrank dürfen wir nicht verwenden. Nice. So. Let's go. Keine Ahnung. Ich suche den jetzt hier auf, der ist bestimmt hier drin. Na, ist hier oben drauf. Da hat er gedacht, der könnte da oben sich auch. Pistole, okay. Okay. Der kann uns nicht mehr entkommen. Sorry, Bro. Der kann es nicht mehr entkommen. Da hatte ich die wesentlich bessere Position. Ich weiß gar nicht, was das da hinten ist. Oh ja, Munition. Kann ich gut gebrauchen. Ist natürlich krass, dass wir hier... Ich muss das alles liegen lassen. Hallo. Ach du Scheiße. Ja, ich meine das jetzt halt ernst. Ich meine das hier jetzt ernst. Das heißt, ich kann jetzt auch maximal auf 75 hochkommen. Und damit müssen wir quasi arbeiten. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach unfassbar dumm gerade von mir ist. Ich wollte gestern was gebracht haben und dann war die Aufnahme nicht gut. Das hat mir einfach nicht gefallen, was ich da aufgenommen habe. Und dann konnte ich nicht neu aufnehmen, weil erst ging mein Internet und dann genau am Samstag ist es halt plötzlich ausgefallen, nachmittags. Und dann konnte ich nicht neu aufnehmen. Dann war ich sehr, 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 sehr traurig. Okay, wir haben nur 73 Leben. Okay, da ist jemand. Okay. Guck mal, nice, Mann. Oh, das ist sehr, sehr gut. Da vorne wird gebaut. Ihr seht das, denke ich mal. Ist natürlich jetzt schwer, das zu stürmen oder so, weil wenn er jetzt da oben rausguckt, bin ich schlichtweg tot. Das will ich nicht. Bin ich ganz ehrlich mit euch, das will ich nicht. Oh, da ist er. Hat er mich schon gesehen? Ja, das ist gerade die Frage. Ah, okay. Oh Gott. Gott, wie viel Schild hat der denn noch? Ist er jetzt in dem Busch drin oder was? Ich weiß nicht, wo der ist. Oh shit. Der hat sich kurz geheilt und da ist er tot. Puh, ich brauche Heilung. Und die Person hinter mir wird ja wohl sich irgendwann einschalten, oder? Er hat keine Bandagen. Ich glaub's nicht. Er hat einfach keine Bandagen. Der hatte so viel Trank, ne? Ich glaube, der war zweimal auf 200%. Die Person hat sich echt nicht eingemischt, die hier drin ist. Das wundert mich so sehr, ne? Wie ich einfach immer noch nichts zum Heilen habe. Das ist doch gemein. Wie sich der Busch an mich ranschleichen wollte, ne? Ja, ja. Der kleine Frechdachs. Es ist halt, keine Ahnung, ich kann den ja schlecht stürmen, weil ich bin bei einem halben Shotgun-Schuss tot. Ah! Oh, das war knapp. Gut, dass er mich nicht getroffen hat. Muss ich noch wissen, von wo das war. Ach, da drin, okay. Okay. Jetzt wird's spannend.
immer noch Angst, hinterlaufen zu werden, natürlich. Oh Gott. Oh, fast. Ich glaube, der wurde. Kann das sein, dass er jetzt von der anderen Seite auch angeschossen wurde? Das gibt's hier nicht. Oh, ich treffe den halt einfach nicht. Ja! Oh mein Gott. Er hat keine Band. Junge. Ich will nichts sagen, aber ich brauche Bandagen. Ich habe so viel Glück bisher gehabt, dass ich an der Stelle gerade eben nicht gestorben bin. Nein. Ich habe noch 7 Leben. Das ist ja nicht die Person von vorhin. Boom, Junge! Damn, son. Oh mein Gott, was für eine Runde eigentlich. Oh, Bandagen. Nein, ich will nicht sterben. Da vorne, okay. Das da, danke schön. Erstmal Bandagen nehmen und dann können wir weiterspielen. Die wollen mir so viel Böses alle, ne? Weil da vorne ist er. Ich muss den relativ schnell angreifen, wo er da jetzt noch quasi vorher rumläuft. Ja, Mann, was ist heute los gerade? Die Challenge ist so schwer. Das denkt man sich halt gar nicht, ne? Aber wenn man nie über 75 Leben sein kann, dann ist man ganz schön oft sehr schnell tot. Was für eine Aufnahme bisher. Geil, Mann. 7 Kills. Wir haben so viel überlebt. Ich bin absolut stolz auf uns. Absolut stolz. Gib mir mehr Bandage, bin ich auch dabei. Wir haben alle so schöne Sachen, ne? Goldene Scar. Der andere eben hatte schon auch eine gute Scar. Was hier alles rumliegt. Jemand, der hier vorbeikommt, der denkt auch, er ist gerade im Alice im Wunderland, ey. Was zum Henker tue ich hier? Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das gewinnen soll. Na, stell mal vor, ich begegne halt jemand mit 200% Leben und muss Shotgun. Entweder hat er keine Hände oder ich verliere. Weil, ja. 200% Leben gegen nur 75% Leben. Uch, was für eine Runde bisher. I love it. Oh, geil. Ich habe keine Granaten leider. Warum läuft er weiter? Hä? Warum ist die weitergelaufen, die Person? Ich nehme es dankend an, aber es ergibt keinen Sinn, dass du weitergelaufen bist. Nehme ich das, wie gesagt, dankend an. So, noch 7 andere übrig. Ich habe tatsächlich 8 Kills geschafft, Mann. Oh mein Gott. Aber habt ihr gesehen, wie lange ich ja gebraucht habe? Weil die halt natürlich auf jeden Fall viel Schild hatte. Ich weiß nicht, ob es 200% waren, aber sehr viel Schild. Und mit so einer normalen Waffe gegen sowas anzukommen, dauert dann teilweise echt ewig. Wie ich früher bei diesem Spiel einfach nicht aufgeregt war. Als ich das Spiel angefangen habe, war das für mich irgendwie so, ja, du machst ja auch ein paar Kills, so, ach, gewinnst du, ne? Und jetzt, boah, ich bin so aufgeregt bei dem Game. Es sind noch 5 andere übrig. Und ich stelle mir hier gerade eine unfassbar schwere Challenge. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist, was ich hier gerade tue. Wow. Wenn ich nur mit den silbernen Waffen spielen würde, dann würde das nicht einfach sein, aber auf jeden Fall so, ja komm, schaffst du. Aber halt ohne sich auf hochheilen zu können zum Beispiel. Oh, das ist schwer. Aus der Stadt kommt wohl anscheinend niemand mehr. Eieiei, ich weiß nicht, ob ich mich... Oh doch, da kommt auch echt nur einer raus. Viel zu spät. Okay. Ich glaube, den muss ich mir holen. Wo ist der denn jetzt? Ach, da vorne. Nein. Scheiße. Ernsthaft, der ist One-Shot, ne? Noch lebt der. Sehe ich ihn vielleicht irgendwo? Komm schon. Ja, Mann! Oh, ist das wichtig gerade gewesen, dass wir den noch bekommen haben. So, wir müssen extrem weit. Ich könnte einfach rechts herumgehen, dann wäre das vielleicht irgendwie versteckter. Aber ich, ja, keine Ahnung. Müssen jetzt einfach machen. Ich bin so aufgeregt. Geil, Mann. Macht mega Spaß.
Ich liebe solche Challenges zu machen, wirklich. Ich freue mich auch so sehr, noch mehr mit euch zu machen dann. Noch ein anderer übrig. Ein anderer. Wenn ich weiß, wo er ist, kann ich damit arbeiten. Ansonsten habe ich natürlich ein Problem. Da vorne ist er. Okay. Er hat einen Mega-Vorteil. Alles klar, Georg. Georg bringt sich fast um. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt gestorben. Ich wäre vollkommen ausgerastet. Oh mein Gott. Okay, der hat sich natürlich einen super Platz gesichert. Er wird alles an Loot haben, was er braucht. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ja, ich bin bei dem Auto noch nicht drin. So. Also wenn der jetzt nicht da drin ist, ne? Ja doch, der ist da. Guck mal, was hier alles liegt, ne? Was hier alles liegt. Und ich darf nichts davon benutzen, quasi. Ich bleibe erstmal hier, ich baue nichts, damit er nicht weiß, wo ich bin. Wenn ich Glück habe, Granaten wären halt das Beste, was ich finden könnte. Das dürfte ich benutzen, aber ich sehe hier jetzt auf Anhieb keine, leider. Ach, er baut sich immer höher und höher. Junge, was soll ich denn machen? Gleich sieht er mich. Gleich schießt er mit Raketen und so weiter auf mich. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich muss zu ihm, dein fucking Ernst. Ist das jetzt dein Ernst? Ich muss zu ihm. Ey, wie soll ich die Situation hier lösen? Ich wusste es, ne? Ich wusste es, aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Damit kann man arbeiten. Ich habe fast nichts mehr zum Bauen. Oh. Das haben wir gut bekommen gerade. Okay. Er hat nicht viel Leben. Das sollte jedem klar sein gerade. Okay, ich habe quasi nichts mehr zum Bauen. By the way. Nein, nicht sterben, Georg. Nicht sterben. Ah, ich hab nichts mehr zu bauen gehabt, Mann. Der Typ regt mich gerade richtig auf. Ne, ich schaff das jetzt noch. Raketen sind so einfach eigentlich zu blockieren. Muss einfach immer was vor dich bauen. Aber ich hatte nichts mehr zu bauen. Ich habe wirklich alles verbraucht. Können wir das jetzt einfach mal schaffen? Was meinst du, hä? Ich denke nämlich schon. Eieieiei. Wir haben uns viel vorgenommen. Und... Damn, ist das schwer. Damn, ist das schwer. Mit Handy-Hotspot, ey. Ich glaube nicht. Was tue ich mir denn da an? Was sind das übrigens hier für Verdächtige im Kreisgewächse? Okay. Let's go, Mann. Das kleine Ding hier? Ne, ich nehme das große Haus, glaube ich. Oder wie viele denken sich das gleiche? Ich sehe auf jeden Fall da eine Shotgun. Deswegen gehe ich da auch sofort hin. Ich weiß ja, wo sie ist. Da ist sie. So. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Granaten, sehr schön. Ihr wisst, ich bin sehr granatenaffin. Okay, das klingt sehr nah irgendwie. No, ich darf das nicht haben. Ich raste aus. Erstmal ein Jump Pad. So.
Hier drüben ist auf jeden Fall jemand noch drin. Woo! Baby! That's just the way I like it. Oh. Ist hier nicht noch jemand drin? Hab ich mich voll gehört. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Oh, ich finde die Shotgun so schwer zu bedienen, deswegen bin ich froh, wenn es mal klappt. Na komm. Jawohl. Kurz gucken, wo man sein darf. Oh, da vorne kommt jemand. Er hat noch Schild, also das macht einem natürlich ein bisschen Angst, ne? Ich kann ja auch Granaten werfen, wenn du möchtest. Oh Gott, alles ruckelt. Geil. Da kommt die rüber und kassiert den Headshot. Geil, Mann. Oh Gott, ich hab grad so... Oh, was ist mit meinem Hotspot? Oh nein. Ich ruckel grad so komisch. Oh, da vorne, mitten auf dem Fußballfeld, ja? Ah, warte mal, dann rennen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Zumindest bis zu dem blauen Haus hier. Ah, der ist schon weiter nach vorne gelaufen. Ein bisschen schade. Ich dachte, ich könnte ihn erwischen. Ich muss eh in die Richtung, also kann ich auch seine Bauten vielleicht benutzen. Oder dass er es weiß, natürlich. Oh mein Gott, ich habe so Ruckler. Also irgendwie der Handy-Hotspot, der ging eben besser. Oh, da ist er. Oh, der war knapp. Ja, der hat wahrscheinlich den Zweikampf hier gewonnen. Hat vielleicht ein paar weiße Sachen liegen lassen, wie zum Beispiel die hier. Auf die habe ich ja Bock. Oh, schon wieder ein Jump-Pad, ey. Die hatten alle Jump-Pads. Wäre so schön, die verwenden zu können, ne? So schön. Ja, ich habe es mit dabei, aber ich kann es ja nicht benutzen. Ich laufe. Wir sind mit 4 Kills aus Pleasure... Pleasant Park, Pleasure. Alles klar, Georg. Er denkt nur an das eine. Pleasure City. Ihr merkt ihr das? Ich springe immer wieder zurück. Was ist mit meinem Handy los, Mann? Mach mal nicht so ein scheiß Netz. Das ist voll anstrengend, so zu kämpfen, wenn man die ganze Zeit nach vorne und hinten fliegt. Ich denke mal, wie gesagt, ich hoffe mal und denke mal, dass die Gegner das nicht so sehen, weil ich will keinen unfairen Vorteil haben. Ich glaube, ich habe nur selber den Nachteil. Wie gesagt, ich persönlich habe noch nie andere Leute rumglitschen sehen. Nicht in dem Game jedenfalls, nein, nicht in dem Game. Da sind wir jetzt hier an dem Loot Lake, nicht Pleasure Lake. Oh, nee, hab nichts gesagt. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber es war nicht so. Also halt die Schnauze. Tschüss. am liebsten, oh ja, hier ist was, ja. Hier sind Sachen passiert, sag ich dir. Komm, ich baue ein bisschen ab und dann machen wir so. Machen wir so. Gehen hier hoch und dann gucken wir uns erstmal um. Eine wahrlich nicht schlechte Position hier vorne. Vielleicht sehen wir auch jemanden wie den Typen, der den da getötet hat. Nein? Okay. Ist immer wichtig, sich immer wieder einfach mal eine kleine Info einzuholen. Also ruhig mal einfach irgendwie oben hochgehen, bevor man auch weitergehen muss. Einfach um zu gucken, so, hey, sind hier Leute. Es ist wirklich, wirklich praktisch. Der den anderen zuerst sieht, hat grundsätzlich den Vorteil. Klar, was man daraus macht, ist immer das andere. Aber wenn ich zuerst jemanden sehe, habe ich so einen Vorteil. Und ich habe so einen Nachteil, wenn mich jemand anderes zuerst sieht. Wenn er gut ist, dann drückt er mir einen Burst, dann bin ich weg. Ne? Und diesmal bin ich übrigens mit 100 HP komplett voll im Leben raus aus der Stadt. Da vorne ist jemand... Und diese Person kommt. Kann sein, dass sie mich gesehen hat. Kann ich eigentlich so nicht ein Ding bauen? Jo, kann ich.
Okay. Wir haben uns jeweils nicht getroffen. Ist natürlich sehr vielversprechend. Was zum Henker passiert da? What? Bullshit. Oh! Boom, Junge! Ey, dass ich das Duell noch gewonnen habe, ich bin wirklich stolz gerade. Muss ich ehrlich sagen. Das war nicht einfach. Der hat mich gut getroffen am Anfang. Holy guacamole. Wow. Dass ich das gewonnen habe, bin sehr, 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 sehr glücklich und stolz. Wow. Geiles Ding, Mann. Und die Shotgun, Junge, ich bin gerade froh, dass ich ein bisschen lernen kann, weil das ist, fühlt sich gut an. So, ich muss um den Loot Lake herum oder durch. Aber, oh Gott, das ist ja genau, also, durch ist halt absolut dämlich. Da stirbst du quasi nur, weil dich irgendjemand sieht, wie du im Wasser rumhampelst. Das sollte nicht passieren. Deswegen laufe ich auf jeden Fall drum. Das Wasser ist echt schön geworden hier, wenn man auf Episch spielt. Weil dass wir das Duell gerade gewonnen haben, ne? Aber da hat sich übrigens die Dreierburst gerade eben wieder von ihrer schlechten Seite gezeigt. Die Seite, dass man einfach, weiß ich nicht, manchmal trifft man einfach nicht, habe ich das Gefühl. Es ist, du schießt und du, ja, und dann trifft halt kein einziger Schuss von dem Burst. Und deswegen ist die Burstwaffe halt so, meh, für mich. Okay, da vorne ist irgendwo jemand. Oh je, müssen wir über den Fluss? Noch nicht, aber... Also hier irgendwo direkt unter mir, jetzt im Süden, sollte jemand sein. Mit einer Sniper. Da vorne ist er. Oh, der ist gut. Habe ich genug Schuss? Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Granaten, ich habe nicht genug Schuss. Shit. Nicht gut. Hab ihn eigentlich gut abgeschossen, aber das reicht halt nicht, ne? Gut abschießen. Da muss mehr her. Nein. Was? Muss mich versuchen zu heilen. Ey, Junge, die ist auf One-Shot, ne? Und die kämpft immer noch. Unfassbar. Boah, wenn ich jetzt mein Jump-Pad hätte oder so, ne? Wie stark wäre das bitte gerade? Ist die gerade gestorben, die Person? Weil da liegen halt so Waffen und so. Kann sein, dass die andere da hinten die getötet hat. Ja, das scheint so. Interessant. Er hat mir quasi den Arsch ein bisschen gerettet, wobei ich schon noch denke, dass ich damit zurechtgekommen wäre. Sehe ich denn eine goldene Scar? Ja, kein Wunder, dass ich so kassiert habe. Oh je. Er piekt die ganze Zeit auf mich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das meine Zeichen für freie Bahn war. Ah, okay. Ich hoffe, die kämpfen gegeneinander. Das wäre es. Wenn die gegeneinander kämpfen würden, dann könnte ich Nutznießer Georg, ihr wisst Bescheid, ihr kennt mich, da wieder Nutznießen. Da vorne ist auch jemand, oder was? Goddammit. Ja, und da ist schon jemand. Dies mag ich überhaupt nicht. Dam, dam. Dam, dam. Oh, Baby! Yes, Mann! Das wollen wir sehen hier alle. Das ist, wofür wir leben. Oh mein Gott, der hat so kassiert. Ja, du bist aber noch nicht in der Zone, mein Freund. Hat er Granaten gehabt? Yes! Granaten.
Die kommen aber nicht so weit, oder? Ich meine, ich werde es mal probieren, weil, warum nicht? Zeig mal. Oh. Okay. Bist du jetzt da drin? Weil ich glaube immer noch nicht. Denkst du, ich zeig mich jetzt, wenn du auf mich zielst? Bist du Jack oder was? Boop. der denkt echt, ich zeig mich hier noch. Pappnase. Ich muss mich hier umgucken. So, ja, jetzt müssen wir, das ist jetzt eine Pflicht. Das war wichtig und auch gut gespielt. Ich meine, Munition kann ich mir da holen höchstens. Das werde ich auch machen. Munition ist wichtig. Nicht mehr viele übrig. Ach, eine goldene Scar wieder. Ja, ja, bei dir läuft. Ich weiß. Eieiei. All die schönen Sachen, die man nicht mitnehmen darf. Aber jetzt habe ich viel Munition. Das ist wichtig. Geil, Mann. So mag ich das. Ich habe halt meine Position so hart ausgespielt. So richtig hart. Vorne ist jemand. Oh, ich wollte ihn gerade abschießen und dann hat er gesagt so, nee, ich möchte nicht. Ich gucke mich kurz um, bevor ich irgendwas mache, um zu gucken, ob ich irgendwie mehr Informationen rauskriegen kann. Oh, das ist aus der letzten Folge, die Tomate. Das haben wir, wir haben natürlich nur 75 Leben, aber sonst sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Ich hätte halt Granaten wieder gerne, aber Granaten sind halt einfach so stark, finde ich. Okay, der Typ läuft, das ist ein gutes Zeichen für mich, dass ich auch laufen kann. Ich versuche da oben drauf zu kommen. Ich habe ja nun wirklich genug Materialien. Oh. Okay, von da vorne schießt mich irgendjemand an. Soll er machen? Also das, wenn er den Schuss trifft, dann Respekt sozusagen. Also manchmal, das kennt ihr bestimmt genauso, manchmal geht man so ein Risiko ein, wo man sagt, also wenn der Gegner mich jetzt tötet, hey, dann Kudos, hast du gut gemacht. Muss man ja auch manchmal machen, denke ich. Okay, ich habe ihn entdeckt. Den Typen, dem das hier gehört hat. Da vorne ist er. Ich mache das jetzt ja stealthy, wie du merkst. Wie du vor allem. Wie ihr merkt. Ich gehe hier in den Busch rein, dann wird er sich richtig ärgern. Baby, der war nice. Der Jumpshot. Boah, wie sehr ich mich da konzentrieren muss manchmal, ne? Hopp, alles her damit. Den Rest brauche ich nicht. Das hat er mir quasi für mich gebaut. Boop. Boop. Oh, Baby, war das nice. Hä, wie wir gerade mit der Shotgun abgehen, oder? Ich finde die so schwer zu bedienen, deswegen bin ich sehr, sehr stolz, dass wir das gerade machen. Auf mich? Nein, anscheinend nicht. Okay, da war gerade im Westen noch ein Schuss. Oh, ist das interessant. Das bedeutet aber, wir sind von beiden Seiten hier irgendwie. Das heißt, deswegen werde ich jetzt nicht nach Osten gehen, weil da gerade ja ein interessanter Schuss war. So, ich gucke nämlich, ob hier jetzt gerade jemand ist. Ist mir eindeutig wichtiger. Als da vorne. Ja, da vorne ist jemand. Das sehen wir. Okay. Er baut sich auch aus Metall. Das macht mir natürlich Sorgen. Es sind noch drei Gegner, meine Freunde. Aufregung ist da. Also, wir wissen von irgendwo da einen und einen dort. Der dritte. Wer weiß. Da hinten wurde gebaut. Okay, also hinter der kleinen Tomate. Großen Tomate. Das ist keine kleine Tomate. Mr. Georg. Da sehe ich ihn. Ah, immer ein bisschen Schild weggeschossen, oder? Immerhin.
Habe ich mir gedacht. Schon wieder so einer. Ich wusste, dass hier einer ist, ne? Ich wusste es doch. Boah, ich würde so gerne dieses Jump Pad benutzen. Damit könnte ich so viel besser gewinnen. Schade, schade, schade. Er weiß nicht, dass ich nicht mehr da bin, ne? Also der scheint mir gerade der wichtigere Kontrahent zu sein. Mal sehen, was er macht. Ist er noch da? Er hat meins auf jeden Fall da gut abgeschossen. Mal sehen, was er macht, wo macht. Ich sehe ihn leider auf jeden Fall nicht mehr. Das wird spannend. Oh, ich bin schon wieder so aufgeregt. Da vorne wurde gerade jemand also hat jemand sich hochgebaut, okay. Meinst du, das war einer von denen? Also war das der? Wäre natürlich krass. Da vorne ist gerade einer in den Laden rein. Oh, ja, das sind die letzten beiden. Oh, shit. Und wenn er mich jetzt tötet, ne? Dann RIP. Oh mein Gott. Oh, kann ich das echt nicht ausnutzen jetzt? Nein, was mache ich denn? Ich heile mich mal kurz. Scheiße, ich habe mich gerade voll verbaut. Das wollte ich natürlich nicht bauen. Bei Gott, das wollte ich nicht bauen. Na, da vorne ist er. Er wird sicherlich einen Raketenwerfer haben. Oh shit. Hier kann man nicht bauen. Ah ne, ich kann nicht bauen. Nichts mehr übrig. Jawohl. Komm schon. Das schaffen wir, oder? Ja, mein Gott. Mit 10 Kills. Und diesmal auch gegen Raketenwerfer, aber nicht jemand, der so penetrant mich genervt hat. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ey, ganz ehrlich, ich bin mir gerade nicht mal sicher, was schwerer war, die Pistolen-Challenge oder diese Challenge. Wow. Also wer das schafft, ganz ehrlich, der hat meinen Respekt. Auf 75 Health sich höchstens heilen zu können, ist unfassbar brutal. Und ja, natürlich die Waffen, die man benutzt, sind auch eher so mau meistens. Oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ich das gerade geschafft habe. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wahrscheinlich sowas sogar zu einem Stream demnächst. Aber auf jeden Fall Dienstag dann ein neues Video. Spätestens Dienstag, beziehungsweise spätestens Dienstag vielleicht auch noch der Stream. Mal sehen, wie es klappt. Aber wirklich noch ein riesen Dankeschön, dass ihr dabei seid. Riesen Dankeschön dafür, dass ihr das Ganze hier unterstützt. Dass ihr hier abonniert, dass ihr hier liked, dass ihr überhaupt zuschaut. Ne? Das weiß ich sehr, 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 sehr zu schätzen. Und ihr wisst, ich frage niemals danach. Das wird auch immer so bleiben. Dankeschön.